Hallo und willkommen, meine Freunde, zum Überraschungsdezember auf Avatar X Games. Ich habe euch wieder ein Spiel in die Testzone gepackt, beziehungsweise auf den Game Radar, den ich selber nicht auf dem Game Radar hatte. Aber Snail Games hat mal ganz unverhofft ein Spiel rausgebracht. Ihr seht es hier im Hintergrund. Fear the Night. Ist ein sehr, sehr unauffälliges Spiel, das aber wirklich supported werden sollte, denn es hat sehr, sehr gute Ansätze. Und ich freue mich auf jeden Fall heute, euch Fear the Night präsentieren zu können. Was Fear the Night ist, das werdet ihr jetzt in der kommenden Stunde feststellen. Ja, fast eine Stunde werden wir dieses Video machen. Kann man Schlüsse ziehen zu Fear the Night? Ja, Fear the Night ist eine Art 7 Days to Die, aber mit Ark-Elementen. Das Spiel ähnelt ganz, ganz stark Ark. Auch die Grafik ist für Ark. Und das Gute für alle da draußen ist, das Spiel kostet im Moment auf Steam 9,36 Euro. Und wenn es im Early Access ist, dann wird es 12,99 Euro kosten. Und ja, es soll irgendwann mal auf 19 Dollar hochgehen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, die 19 Dollar sind allemal gerechtfertigt für dieses Spiel. Supportet den Entwickler, denn das Spiel hat durchaus gute Ansätze. Fear the Night, fürchte die Nacht. Warum Ark? Das seht ihr schon hier, wenn ihr selbst ein Spiel hosten wollt oder so. Ihr habt unzählige Möglichkeiten. Heilung, wie stark sollen die Zombies sein, wie lange soll der Zyklus sein, wie lange soll die Nacht sein, wie lange soll der Tag sein, was passiert mit deiner Leiche, wie lange soll die da sein, nur Ressourcen um den Player rumherum in so und so viel Meter. Also all das, was ihr bei Ark einstellen konntet, könnt ihr ja auch stellen. Also das erinnert wirklich sehr, sehr stark an Ark. Wenn ihr euren Singleplayer Run Dedicated Server oder aber auf offizielle Server geht, ihr seht, wir können hier eine Handvoll craften und die Zombies, die sehen wirklich gelungen aus. Man sagt ja immer wieder, ach, nun wieder ein Überlebensspiel, habe ich mir auch gedacht. Ich bin ja nicht so der Zombie-Freund, aber trotzdem möchte ich dieses Spiel euch einmal vorstellen, denn das hat eigentlich tolle Ansätze und ich finde, das Spiel hat Potenzial. Und wenn ihr bedenkt, dass das Spiel 12 Euro kostet, ja, für 12 Euro dürft ihr hier gnadenlos zuschlagen, denn es macht wirklich verdammt, verdammt viel Spaß und es ähnelt wirklich Ark. Und wie gesagt, es wäre ja nicht der Überraschungsdezember, wenn ich morgen auch noch Atlas entscheiden würde. Atlas, das neue MMO von den Machern von Ark, mit mal locker 40.000 Leuten auf einem Server. Aber dazu morgen mehr. Jetzt gehen wir erstmal auf einen offiziellen Server. Ich war jetzt schon auf 2, 3 Server drauf, habe das Spiel mal angespielt. Versuche euch das Spiel immer zu erklären, aber dann gefällt mir die Aufnahme nicht, weil ich denke, man kann nicht alles rüberbringen, was ihr hier wirklich seht. Also, wir suchen uns einen EU-Server, wo wir jetzt am besten noch nicht drauf gewesen sind. Nehmen wir mal den 6er. Ich hoffe, ich war noch nicht hier. Und sagen ganz einfach Join. Denn das Spiel ist ein knüppelhartes MMO, Freunde. Ich kann es euch nur noch sagen. Und ich hoffe nicht, dass ich hier gewesen bin auf dem Server. Ansonsten muss ich einen neuen Charakter machen. Nein, ich muss keinen neuen Charakter machen. Der Pittsburgh-Server existiert jetzt 248, oder wir sind jetzt im Ingame-Tag 248. Wir haben morgens 4.17 Uhr. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir mit einem Tag starten. Wir werden uns jetzt erstmal einen Namen verpassen. Wir heißen natürlich Avatar X, ganz klar. Wir sind männlich, wir können auch weiblich sein. Seht ihr, aber ich möchte männlich sein. Wir können typisch für MMO-mäßig, was am Anfang noch ein bisschen abgespeckt ist, aber ich denke mal, da kommt noch mehr dazu, unsere Gesichtsform ein wenig ändern. Ihr seht es. Ich lasse es aber auf 1. Wir können unsere Hautfarbe ein bisschen ändern. Wir lassen es mal hier auf der Mitte. Und unser Hairstyle können wir auch noch ein bisschen ändern. Also das ist noch ein bisschen regelbedürftig, aber wie gesagt, nichts bleibt so, wie es ist. Es ist Early Access und wie gesagt, wir reden hier von 9 Euro. Deswegen wollen wir hier, reicht mir das vollkommen aus, was der Entwickler mir hier bietet. So machen wir hier ein bisschen graue Haare. Ah, so ist ein bisschen mehr grau. Das lassen wir auch so. Wunderbar. Dann können wir hier sagen, wir wollen dick sein. Wir wollen dünn sein, wir wollen klein sein, wir wollen groß sein. Wir machen ein bisschen so hier ganz normal, normaler Mensch. Ja, so, dann haben wir hier unseren Avatar erschaffen
und sagen Don. Und wir gehen rein ins Spiel. You found the area. Und hier sind wir in dem Spiel. Und wie gesagt, also die Grafik ist ansehnlich genug für 9 Euro. Das ist hier der Spawn, wo jeder Spieler spawnt auf einem Server. Das ist jetzt ein PvP-Server, aber ich meine, dieses Spiel eignet sich wirklich dazu, zusammen in Gruppen zu spielen und gegen die Zombies zu kämpfen. Allerdings sind die Zombies nicht unsere einzige Bedrohung, auch nicht die Menschen. Es gibt nämlich noch weitere Bedrohungen. Und die weiteren Bedrohungen sind Roboter. Ich möchte ein bisschen in der Geschichte fortschreiten. Die Regierung hat Roboter entwickelt, um die Zombies zu bekämpfen. Allerdings sind die Roboter außer, außer Kontrolle geraten. Und die bekämpfen jetzt nicht mehr die Zombies, sondern uns auch. Und wir müssen uns also sozusagen vor den Robotern und den Zombies fürchten. Und wir müssen die Roboter wieder umprogrammieren. Und dann hat man sozusagen wie in Ark einen Begleiter, der dann mit einem gegen die Zombies kämpft. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, jetzt hier zu laufen und die Zombies zu vernichten. Natürlich auch. Ich hatte ja gesagt, das Spiel hat Ansätze von Seven Day to Die. Und das ist auch richtig so. Denn ihr müsst euch eine Festung bauen. Und nachts sind die Zombies wirklich, wirklich stark. So, der Tag ist angefangen. Ich laufe raus. Ich erkläre euch während des Laufens ziemlich viel zwischendurch. Ihr seht schon in der Minimap Tageszyklus. Und ich denke mal, die Grafik ist wirklich okay für dieses Spiel. Ihr seht hier viele Spieler stehen. Das ist, wenn die ausloggen. Eure Charaktere bleiben konstant in der Welt bestehen. Ja? Das heißt, egal wo ihr seid, euch ausloggt, ihr könntet getötet werden von Zombies, von Robotern. Deswegen wählt einfach weise. Ich fange jetzt an, hier diese Blüten zu sammeln. Diese Blüten sind für euch essentiell wichtig, denn die minimieren euer Infektionsrisiko. Das Wasser sieht trüb und dreckig aus. Da dürft ihr am Anfang auch nicht rein, denn ihr holt euch sofort eine Infektion. Wie die ganze Mechanik funktioniert und so, das zeige ich euch später. Jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen sammeln, um auf Level zu kommen. Da hinten seht ihr schon, der erste Zombie ist am Rumcampen und die Leute am Behaken. Aber hier haben wir wenigstens vernünftige Pflanzen, die wir einsammeln können. Und ihr seht, ich kriege mit jedem Pflanzensammeln EP dazu. Ich kann jetzt hier schon ein paar Steine craften. Das werden wir auch schon tun. Und ein paar Torches werden wir craften. Das werden wir auch tun. Alles zwischendurch kann man hier craften und weiter looten, denn wir brauchen EP fürs nächste Level, damit ich euch so einiges in diesem Spiel zeigen kann. Warum Ark? Wie gesagt, das Menü erinnert schon ziemlich stark an Ark. Je mehr man craftet, desto mehr kann man später wieder weiter craften. Wir haben Steine, die wir bearbeiten können. Wir haben Werkzeuge. Verschiedene Werkzeuge geben verschiedene Materialien. Da ist der erste Zombie schon. Ich würde gerne mal gegen den kämpfen wollen. Dazu muss ich mir hier meine Waffen ins Spiel bringen. Und wir schauen mal, dass wir den kaputt bekommen. So, wenn ich jetzt hier schmeiße, das ist so der erste Nachteil. So, jetzt müsste ich ihn treffen. Zack, da haben wir den getroffen am Kopf. Und Dreck ist er tot. Sehr gut. Und dann können wir den auch mal Dreck looten. Und da bekommen wir Claws raus. Ne? Also das brauchen wir. Wie gesagt, wir müssen hier verdammt, verdammt viel looten und ich würde direkt mit euch in die Stadt gehen, um euch die erste Stadt zu zeigen, beziehungsweise die erste Safe Zone. Also das ist jetzt so ein bisschen hier das Startgebiet. Ihr seht auch, ich habe unter meiner Minimap ein Radar. Ich bewege mich jetzt mal, seht ihr das? Springe ich und so, werde ich lauter und die Zombies werden auf mich aufmerksam. Gehe ich gecrouched, bin ich ganz leise und keiner kann mich sehen. Bis jetzt habe ich das noch nicht gebraucht, allerdings habe ich auch noch keinen Roboter gesehen, der mich irgendwie angegriffen hatte. Aber wie gesagt, das kommt bestimmt noch. Für uns heißt es jetzt erstmal sammeln, 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 damit wir Sachen craften können und dann Level 2 oder 3 werden. In der Zeit werden wir schauen, dass wir die Stadt erreichen. Tagsüber kann man ziemlich gut laufen, da sind die Zombies ein bisschen gechillt. Aber Fear the Night hieße nicht Fear the Night, wenn es heißt, nachts sollte man sich fürchten. Und dem ist so.
Dem kann ich nur beistimmen. So, wir sammeln weiter. In der Hoffnung, dass uns kein Zombie auf den Sack geht. Und das ist mein Tipp an euch. Sammelt, was das Zeug hält. Und das könnt ihr schön im Vorbeilaufen tun. Immer schön alles sammeln. Das Spiel läuft flüssig. Einige melden ein bisschen Performance-Probleme. Ich kann dem nicht zustimmen, aber gut, okay. Das ist nur meine Meinung so. Da kommt der erste Zombie. Wir nehmen mal direkt die Taste 2, damit wir dem eine verplätten können. So, jetzt hat er uns gesehen. Ihr seht, auf der Minimap wird er rot und wir müssen dem jetzt hier eine verpassen. So, jetzt hat er wieder geschlagen. Oh, jetzt hat er uns getroffen und wir den aber auch. Und er hat nichts dabei. Okay. Weiter geht's, Freunde. Wir gehen mal die Minimap aufrufen. Wenn ich die Minimap aufrufe, wir sind hier unten und wir müssen hier hin. Und das ist die ganze Map. Also die Welt ist schon riesengroß. Wie gesagt, es ist ja auch ein MMO sozusagen. Und da sind wir schon Level 2. Seht ihr das? Wir haben neue Rezepte unlocked. Das geht ja wirklich hervorragend, dass wir Level 2 geworden sind. Dann schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Was können wir mit Level 2 schon mal craften? Bandagen auf jeden Fall. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und hiervon würde ich mir zwei bauen. Ein paar Knüppel aus dem Sack. So, der Knüppel sollte noch reichen. Zack, weg. Zack, 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 weg. So, und da ist er auch down. Nochmal. Alles eingesammelt. Habe ich ihn jetzt? Nee. So, jetzt nimm all. So, wir können hier das Auto mal durchsuchen. Eine Autobatterie. Nehmen wir mal alles mit. So, einmal schlägt der. Zack. Und jetzt können wir den niederklöppeln. So, jetzt schlägt der. Nee, der schlägt nicht nochmal. Sehr gut. Auch der Zombie ist leer. So, und da kommt der nächste schon. Wir sollten hier weiter weg. Wir sollten gucken, dass wir hier wegkommen. Wir gehen mal hier entlang, denn ich kenne so ein bisschen den Weg. Da oben läuft auch wieder ein Zombie. Der hat uns nicht gehört. Sehr gut. Zwischenzeitlich alles weiterbauen. So, und hier sollte eine Brücke sein, die rüber geht. Und so ist dem auch. Bis wir in der ersten Playerstadt sind, und dann können wir uns da ein bisschen bauen und craften. Und da kann ich euch ein bisschen mehr über das Spiel erzählen. Also ihr seht, tagsüber ist es ziemlich gechillt, aber ihr seht auch auf der Uhrzeit da oben rechts, auf der Minimap auch, es wird jetzt langsam Nacht und das ist dann nicht mehr so lustig, ne? Und dann werde ich euch gleich auch das Inventar zeigen, vernünftig. Aber lasst mich erstmal in die Stadt kommen, dass wir uns ein bisschen geschützt hinstellen können, damit ich euch das Spiel wirklich in voller Pracht zeigen kann. Diese Blätter hier sind wirklich übelst wichtig, denn die geben euch oder die senken für euch das Infektionsrisiko. Wenn ihr infiziert seid, esst ihr Blumen, ähnlich wie die Naga... nicht die Nagerpflanzen, wie hießen die, die Betäubungsbären. Oh, ihr seht, hier ist schon richtig viel los. Da muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt hier in die Stadt komme, ohne von den Freunden aufgefressen zu werden. Hier ist ein Point of Interest, ihr seht es. So, die kommen jetzt natürlich nach. Und das ist jetzt so die erste Safe Zone sozusagen, die wir erreicht haben. Da werden wir jetzt mal reingehen und damit wir unsere Ruhen craften können, denn die Nacht bricht jetzt rein. Und wenn ich Nacht meine, dann meine ich Nacht. Und die Nacht ist knüppelhart. Nicht umsonst heißt das Spiel ja Fear the Night. So, hier haben wir jetzt erstmal unsere Ruhe und dann kann ich euch in Ruhe das Inventar erklären und zeigen. Das ist wie gesagt so die Anfangsphase von dem Spiel. Hier laufen auch wieder ein paar Zombies rum, kein Problem. Da ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer, das ist schon mal nicht schlecht. So, und jetzt sind wir in der ersten Safe-Zone drin.
Wie gesagt, es ist die PvP-Variante. Es gibt auch eine PvE-Variante. Ich denke, das Spiel eignet sich mehr, mit Freunden zu kämpfen gegen die ganzen Zombies und Roboter. Das machen wir dann auch später. Mal schauen, ob wir da ein kleines Let's Play rausmachen. Wie gesagt, morgen kommt ja dann auch ein anderes Spiel raus, ne? Atlas. So, wie dem auch sei, wir schauen jetzt mal hier alles nach, ob wir hier Loot finden können. Hier haben wir zum Beispiel eine Workbench, die können wir nicht benutzen. Warum auch immer. Was haben wir hier? Ah, hier muss irgendwas gebaut werden. Für Ressourcen. Wir haben keine Ressourcen, okay. Aber hier scheint sich auch jemand eine Unterkunft zu bauen. Interessant, interessant. Ich suche natürlich jetzt ein Lagerfeuer. Ich wollte euch jetzt zuerst mal ein Ding zeigen, mein Inventar. Ne? Ihr seht, also wir haben hier Hunger, wir haben Durst, wir haben Infektionen. Ihr seht, wir haben zwei Schläge von Zombies abbekommen. Deswegen ist sie schon auf 70 runtergegangen. Dann werden wir jetzt hier Pflanzen essen. Kann ich mir die auf dem Hotkey legen? Bestimmt, ne? Genau, dann werden wir die jetzt mal hier mit 3 essen. Und ihr seht, es geht hier hoch. Ah, guck mal, da ist der erste Spieler. Ich hoffe nicht, dass der uns tötet. So, dann schauen wir mal. Wie es denn so weitergeht. Also hier kann man dann, wie gesagt, looten. Er hat sich jetzt auch das hier gesichert. Denn, wie gesagt, es ist hier Nacht jetzt. Und nachts sollte man nicht draußen sein. So, hier kann man alles nehmen. Hier ist wieder so eine Workbench. Also die scheinen hier was aufzubauen, die Leute. Und ihr seht, ich esse gerade und meine Dingens geht hoch. Können wir nochmal schauen hier. Seht ihr, meine Infektion ist jetzt wieder auf 100%. Allerdings Wasser und Essen ist im Keller. Beziehungsweise sollte man langsam schauen, dass wir was bekommen. Aber das können wir jetzt gleich machen. Genau, wir konnten ja, wir waren ja Level 2 in Campfire craften. Was fehlt uns mir dafür noch? Wood fehlt mir dafür, okay. Mir fehlt noch Wood, da muss ich ein bisschen Wood suchen gehen. Beziehungsweise, da hinten stand ja ein Campfire. Dann können wir da wahrscheinlich ja, unsere Getränke machen. Da ist es nämlich anders, Woodfire. Put Invent... Access Inventory. Ich muss gucken, da kommt ein scheiß Zombie. Da kommt ein scheiß Zombie. Ja, komm mal her. Komm her, du kriegst da direkt eine verplättet. Zack. Zack. Na komm, noch mal ein. Zack. Und noch eine. Zack. Und zack, noch eine. Und noch eine. Zack. Oh, du hältst aber schon viel aus, Freund. Zack. Boah, gibt's da gar nicht. Wie viel hält denn der aus? Der Kollege Schnürschuh. Wie viel hältst du aus? Hallo? Ah, da hat er mir den mit dem Bogen weggemacht. Sehr gut. Dankeschön dafür. So, dann haben wir nochmal Close, das wir nehmen können. So, er war da am Kochen. Ich brauche einen Bogen, Freund. Ich brauche einen Bogen. Man kann mit denen auch reden. Ja. Wir können jetzt hier in der Nacht nicht viel machen, wirklich viel machen. Denn es ist so, dass Fear the Night nicht den Namen umsonst hat. Das zeige ich euch gleich. Ihr seht es an der Minimap da oben, wird jetzt Nacht. Und wenn ich Nacht meine, dann werdet Nacht. Dann wird es nämlich Knüppel, Knüppel, Knüppel Nacht. Ihr seht nämlich so gut wie gar nichts mehr. So, und gucken wir mal, was hier alles so drin ist. In den kompletten Häusern. Wir kommen hier nirgendwo rein. Das finde ich ein bisschen schade. Ich brauche auf jeden Fall Loot, ein bisschen Loot. Naja, komm. Das sind Large Dingens. Und ihr seht, es werden schon mehr. Es werden schon mehr Zombies. Guck mal, hier sind auch alle Türen auf. Das ist nicht so endgeil.
Und die hört den Generator und der Generator zieht die Zombies magisch an, ne? Also den müsst ihr später auch in eurem Shelter bauen. Und dann habt ihr die richtige Party. Seht ihr, und hier stehen die Leute dann hinter und schießen mit Bogen und so. Wie bei Seven Days to Die. Ah, hier ist alles schon gelootet. Hier noch nicht. Wir nehmen alles mit, was wir bekommen können. Ich möchte euch jetzt gleich die Nacht noch zeigen. Denn die Nacht ist, wie gesagt, übelst, übelst, übelst. Haben wir hier noch was zu looten? Nee, auch nicht, ne? Wir haben dann so eben so Klaps gemacht, ne? Wo haben wir die denn? Die würde ich auch gerne nutzen wollen. So. Was sagt unser Trinken, Essen? Ja, langsam müssen wir mal. Aber natürlich kann man in dieser Folge nicht alles zeigen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ihr könnt auch ein Squad erstellen mit anderen Freunden, dass ihr zusammen in einer Gruppe spielt. Das ist alles möglich. Und jetzt gleich wird Nacht. Noch dauert's. Ah, hier kann man wieder looten. Ist schon mal sehr gut. Und das sind alles so Sachen, die ihr später braucht zum Craften. Wie gesagt, das Crafting ist ja auch ziemlich groß geschrieben. Er hat schon einen Bogen. Einen Bogen hätte ich auch, weil mit dem Bogen lebt ihr wesentlich länger. Nee, ich will nicht an deinem Feuer rangehen. Ich suche nur ein bisschen Loot, mehr nicht. So, und jetzt wird's wirklich dunkel. Und dann werdet ihr auch sehen, was ich mit dunkel meine, ne? Und in dem nächsten Tag, oder am nächsten Tag, werden wir dann versuchen, hier hinten hinzukommen. Da sind die ersten Areas, wo die Leute oder wo die Spieler ihre Sachen aufbauen. So, jetzt gleich ist es dunkel. Ja, wie gesagt, für 9 Euro bin ich vollkommen zufrieden. Ihr seht, ich bin erst Level 2, ich muss Level 3 werden. Mit Level 3 können wir unser erstes Spawn-Zelt machen. Ähnlich wie Arkiv Schlafsack oder Bett. Und dann können wir Close machen. Wir können Steinex machen. Wir können Steinhammer machen. Wir können uns eine Mütze machen. Schuhe mal können wir uns machen. Eine Unlock Chest, also eine Handybox können wir uns machen. Wir können uns einen Bogen machen. Den können wir allerdings erst mit Level. Doch, den können wir dann auch schon herstellen, ne? Genau. Ach, was haut der da? Ach, der fällt hier Bäume. Okay. Aber die können wir ja leider noch nicht fällen. Aber hier können wir nochmal looten. So, jetzt seht ihr schon, wir sind überladen. Arktypisch überladen. So, F. Schau mal, was wir alles im Inventar haben. Habe ich hier irgendwas zu essen? Nee, natürlich nicht. Die Batterie erstmal droppen wir. Gasolin droppen wir. Brauchen wir nicht, den Scheiß. Das ist was zum Craften. Wasser. Ich müsste Wasser umwandeln. Allerdings können wir hier ein paar Punkte verteilen. Und das ist auch arktypisch. Wir können Attributspunkte und was wir machen wollen. Machen wir mehr am Angriff Melee oder machen wir Range? Ich möchte später so oder so auf Range gehen. Aber im Moment gehen wir mal auf Melee.
Und ich würde sagen, unser Infektionsrisiko, geben wir mal 10 Punkte mehr, confirm. Das heißt, wir haben jetzt 110, 104 von 110 Punkten. Wir essen jetzt mal ein paar Blumen, damit wir die voll bekommen. Unser Water ist natürlich nicht gerade so toll. Was willst du von mir? So, und da ist die Nacht auch schon fast da. Die stehen nicht alle ohne Grund hier, weil das übelst gefährlich draußen ist. Ja, aber das seht ihr jetzt gleich selbst. Wir gucken mal, ob wir hier noch looten können. Wir machen hier alles zu. So, und seht ihr die ganzen roten Punkte da? Ich mach mal die Fackel weg. Die kommen jetzt, die ganzen roten Auge. Das sind alles Zombies. Und deswegen solltet ihr euch in einer Safe Zone aufhalten. Wie gesagt, wir können jetzt nicht viel wirklich herstellen oder machen. Das ist leider so. Wobei hier die ganzen Workbenches, die sind nicht von uns. Die hat uns ein anderer Spieler dahingesetzt. Aber wir wollen uns ja draußen das Treiben anschauen gehen. Wie der andere da mit seiner Stahlrüstung schon am Looten ist. So, und seht ihr, was Nacht bedeutet? Nacht ist stockendüster. So, da kommen sie, die Spacken. So, zack. Zack. So, du bist tot. Aber ich treffe die nicht. Den habe ich getroffen. Den habe ich getroffen. Den habe ich getroffen. Komm. Fall doch um, du. Also die Hitbox ist noch nicht ganz so toll, aber ich mache irgendwas falsch. Da kommen immer mehr und nachts kommen die wirklich zu einem. Zack, das ist auch wieder einer tot. Ja, und er macht sie natürlich mit dem Bogen hier richtig platt. Ich weiß nicht, ob jetzt hier Friendly Fire gibt oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. So, da haben wir dem auch schon wieder geholfen. So, dann gucken wir mal hier, was hier so alles noch drin ist. Und ihr seht die ganzen roten Augen. Es sind verdammt viele Freunde. Aber es ist schon mal gut, um so zu leveln. So, komm. Dann werden wir hier ein bisschen dich angrillen. Oh, stopp. Komm, ich bin hier. Hallo, kommt her. Ich bin hier. Hallo.
Kia, bin ich hier. Wieso läuft der vor die Fackel weg? Ja, komm her. Ja, komm her. Kriegst du direkt ein paar Watschen kriegst du hier. Sehr gut. Er ist noch nicht tot. Er hat nur seinen Dings verloren. Wo kommt er denn wieder? Achso, er ist wieder da. So, ich müsste langsam mal was essen. Und trinken vor allen Dingen. Kann ich irgendwas essen? Ja, wir können was essen. Hier, essen. Konsum, zack. Und dann müsste jetzt unser Food wieder hochgehen. Das mit dem Verbrennen funktioniert sehr, sehr gut. Aber er natürlich mit seinem Bogen noch viel besser. Er kommt aber auch schnell wieder rein. Search, close. So, dann können wir mal gucken, wie weit ist denn unser Level? Ich habe die Nacht überlebt. Sehr gut, es wird wieder Tag. Dann können wir weitergehen, Freunde. So, wir haben alles eingesammelt. Ihr seht, wir haben überlebt. Wir sind knapp Level 3. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen craften. Craften wir mal ein paar Bandagen. Oh. So, hier mal welche. Da haben wir hier noch ein paar, kann ich keine von machen, ein paar Steine noch. Oh ja, 44, machen wir die noch, damit wir hier wirklich mit Crafting vorwärts kommen. Ihr seht es denn, wie denn wirklich die Punkte hier sammeln oder hochgehen. So, wir neigen uns dem Tag und deswegen werden wir zum nächsten Schritt gehen. Ich werde euch zeigen, wo man die ganzen Shelter der Spieler findet, das wird hier oben sein. Wir werden jetzt einfach strange nach oben laufen, in der Hoffnung, nicht vom Zombie auf die Nüsse zu bekommen. Es kann natürlich passieren, dass es so ist. Ich würde gerne mal... Irgendwie funktioniert das hier mit der Steuerung was nicht. Ich glaube, wenn man craftet, dann kann man nicht... Wieso kann ich jetzt nicht springen? Ich nehme mal nichts in der Hand. Ich kann jetzt wieder nicht springen irgendwie. Aber weil er craftet noch wahrscheinlich. So, warte mal, was brauche ich denn für mein Campfire? So, die brechen wir mal ab, die Quarry. Steine brauchen wir. Wood brauchen wir. Ja, ich kann also noch nichts machen. Wir müssen weiterziehen auf jeden Fall. So, wir knüppeln aus dem Sack und los geht's. Wir gehen mal raus in die offene Welt. So, hier gibt es natürlich jetzt viele Kameraden. Oh, da kommen sehr viele. Wir müssen noch aufpassen, Freunde, ja. Ah komm, wir laufen einfach durch. Wir sollten für den Moment schneller sein als der. Oh, da haben wir schon keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich nicht so toll. Denn wie gesagt, ich möchte euch ja noch mehr von der Map zeigen. Aber ich denke, ihr habt schon einen guten Einblick bekommen, was das Spiel so zu bieten hat. Was blinkt da hinten immer? Ist das schon ein Roboter, der da blinkt? Das würde mich mal interessieren. Seht ihr das Geblinke da immer auf dem Feld? Ist das schon ein Roboter? Oder ist das kein Roboter? Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall sterben. Denn
Es ist so, dass ich, wie gesagt, weder... So, wollen wir da mal gucken? Komm, wir gehen da mal gucken, ob das ein Roboter ist. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, seht ihr, das sind zwei so Roboter. Oh, und die scheinen schnell zu sein. Das ist natürlich kacke. Das ist natürlich kacke. Die mit den Lampen, habt ihr die gesehen? Das sind Roboter. Und davor gilt es euch zu schützen. Wir werden jetzt trotzdem mal eben hier langlaufen. Da unten ist ein Auto, was wir looten können. Wir sammeln weiter Punkte, damit wir auf Level 3 kommen. Oh, wir haben gar keine Bandagen uns in die Dings gezogen. Wir müssen die Bandagen noch am Hotkey legen. Zack, so. Wir haben auf jeden Fall 20 Bandagen, das ist schon mal viel. Police kann natürlich gelootet. So, wo ist der nächste Point of Interest? Der ist noch der Straße entlang. Wie gesagt, also ihr seht, es ist knüppelhart. Selbst die Level 10er verstecken sich noch ein bisschen. Und ich meine, wenn man das Spiel nachher raus hat, dann wird das einfach sein. Aber jetzt ist das nicht so einfach. Ja, hier ist ein Tier, was ihr später jagen könnt mit dem Bogen. Dann habt ihr Essen und Trinken wahrscheinlich. Wir können mal gucken, ob wir dem eine verplätten können. Ja, wir konnten ihm zwei verplätten, aber natürlich nicht töten. Und da sind wir Level up. So, und jetzt haben wir natürlich eine neue Komfortsituation. Wir werden mal eben hier aufmachen. Was brauche ich denn alles? Lizenzplate, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich brauche da gar nichts von. Das wird später wahrscheinlich sinnvoll sein. Wir können uns nämlich hier... Ach Mensch, so. Wir können uns jetzt hier einen Hammer machen und eine Axt machen. Die machen wir mal. Craft und Craft. So können wir natürlich nicht machen, weil mir fehlt da irgendwas für. Aber wir haben uns zumindest eine Axt gemacht. Die werden wir mal da drauf legen und dann auf 6... Und dann werden wir jetzt arktypisch an dem Baum rum experimentieren und hämmern. So, gedrückt halten einfach. Und ihr seht, added 13 Wood. Sehr gut. So, und dann nochmal Wood und Hempfire. Wir wollen natürlich jetzt uns einen Hammer machen. Den können wir natürlich jetzt auch machen. Und mit dem Hammer bekommt man jetzt wie ein Ark typisch mehr Rinde und statt der Axt, also haben wir mehr Rinde. Und den werden wir jetzt auch mal nehmen und ausrüsten. Im Inventar natürlich. So, dann zeige ich euch das auch nochmal. Dann haben wir hier die 7. So, wenn ich jetzt hier mithaue, werdet ihr sehen, habe ich jetzt mehr, bekomme ich jetzt mehr Rinde. Die wir wieder für Close brauchen. Wir haben jetzt Wood bekommen, untypisch. Aber ist ja ein Ark auch so, aber ihr werdet jetzt sehen, da jetzt haben wir sie mal Hempen Strand, was natürlich wieder benötigt wird für, ich höre da was laufen hier, was benötigt wird später für Dingens, ne, für Close Sachen und so eine Sache. So, also. Ihr habt es jetzt soweit verstanden, das Prinzip. Ich möchte euch jetzt gerne noch eine Spielerbase zeigen. Da hinten sind so die ersten Spielerbasen. Ich würde gerne die 4 nochmal drücken. So. Damit ich zumindest ein bisschen in der Hand habe. Da ist eine Spielerbase. Seht ihr das? Das sind alles Shelter. Spielerbasen. Und die werden von Zombies angegriffen. Und ihr seht's. Man kann ihn mit Spikes setzen und nachts müsst ihr dann die Zombies looten. Hier könnt ihr dann Dingens bauen, einen Generator und dieser Generator versorgt euch mit Strom. Und der sagt dann ganz klar, okay, Zombies kommt hier zu mir hin. Und so könnt ihr Loot sammeln von den Zombies her. Die kloppen jetzt mal eben den Shelter auseinander da. Ist aber auch nicht schlimm, dann haben wir Zeit hier zu suchen. Mir war so, als hätte ich hier einen Zombie gehört. Wo
ist der Zombie denn? Ist der hier drin? Oh ja, der ist hier drin. Ja, wieso fällst du nicht um? Hallo? Oh, jetzt hat er mich gehittet. Der Drecksack. Direkt mal die 5 nehmen und uns hochheilen. So, und dann werden wir direkt, weil wir eine Infektion... Ne, wir haben Wasser, haben wir. Wir haben kein Wasser, okay. Nochmal 5. Ihr habt gesehen, wie schnell es geht. Ein Hit und man ist fast down. So, wenn wir jetzt nichts zu trinken finden, dann haben wir ein Problem. Aber zumindest zu essen. So, zu trinken. Ich würde gerne was zu trinken haben. Da haben wir wieder was zu trinken. Aber wir wären natürlich dann krank davon. Aber egal. Ich süpp das mal. Geht meine Infektion runter. Dann werden wir ein paar Blumen essen. So verdursten wir zumindest nicht. Aber ich hatte mir die auf Hotkey gelegt, ne? Essen wir mal ein paar, so. So, hätten wir das auch schon wieder erledigt. Ich muss gucken, dass man nicht hier von hinten mal eben überrascht wird. Hier ist viel zu essen. Sehr gut. Aber es wird jetzt gleich auch Nacht. Wir werden so oder so jetzt sterben. Weil wir haben ja noch keinen Shelter gefunden oder so, ne? Und ich weiß nicht, ob man einfach bei anderen Leuten im Shelter reingehen kann. Aber das sind auf jeden Fall die Spielershelter, die sich jeder irgendwie baut. Mach mal den Kopf zu, du erschreckst mich so. Wir sollten uns jetzt Schutz suchen vor die Nacht. Aber wie kommen die da alle hoch? Wie kommen die da hoch? Das würde mich mal interessieren, wie die da hochkommen. Komm mal, den können wir aber doch kaputt kloppen, oder? So, der macht jetzt einen Satz nach vorne. Wieso stirbt der nicht? Jetzt stirbt er. So, wie kommen die da alle das Dach hoch? Ah so, da wahrscheinlich, okay. Aber ich komme da nicht hoch. Ah, jetzt haben wir es geschafft, okay. So hätten wir jetzt nochmal eine Chance, eine Nacht zu überleben, weil wir hier oben scheinbar irgendwie sicher zu sein. Aber wir haben natürlich nichts zu trinken und zu essen. Und ja, die Dinger könnt ihr euch bauen. Das sind eure ersten Shelter. Und dann geht es wirklich hoch zu großen Farmen. Und ich bin mal gespannt, was hier jetzt nachts los ist. Wie gesagt, wir werden jetzt irgendwann verhungern und verdursten. Wir haben zwar Essen gefunden jetzt nochmal. Jetzt können wir essen nochmal, damit wir die Nacht nochmal überleben. Konsum, dann geht das runter. Das ist aber kein Problem. Können wir hier die drei essen. Dann essen wir Blumen, da laufen die rum, die Trottel. Und mit dem nächsten Level könnten wir dann rein theoretisch, wie gesagt, uns Sachen craften. Arrows und Bogen. Ab Level 5. Ne, wir sind Level 3. Das heißt, wir bräuchten noch ein paar Level. Food geht auch ein bisschen hoch. Wir werden auf jeden Fall die Nacht noch überleben. Unser Heal ist noch nicht ganz so perfekt. Da werden wir da nochmal eine Bandage nehmen. Wie gesagt, ich möchte mal sehen, was nachts so passiert hier. Was passiert nachts, wenn der Shelter an den Sheltern? Das weiß ich auch noch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, wie man diese Spielershelter baut. Denn, wie gesagt, wir haben ja nur diese Liste hier. Aber Moment, die erweitert sich, glaube ich, immer wieder. Da kann man eine Workbench bauen.
Ich glaube, man muss wahrscheinlich eine Workbench stellen, damit man sich überhaupt ein Lager bauen kann. Eine schmale Chest. Den Bogen hätte ich natürlich schon gerne. Der ist nämlich lebenswichtig, der Bogen. So, wo ist der doof? Ist der jetzt hier unten in der Bude drin oder was? Man sollte jetzt, glaube ich, auch sehen auf der Map, wo gerade was angegriffen wird, wenn mich nicht alles täuscht. Sagte das Spiel doch irgendwie Shelter Under Attack. Oder meinen die da meine eigenen mit? Ich bin mir da nicht sicher. Aber ihr seht, ihr könnt hier so Spikes rumsetzen, wie wirklich bei 7 Days to Die. Und wie weit oder wie stark sich das auswirkt, weiß ich nicht. Und warum die Spiele auch so nah aneinander ein Shelter bauen, weiß ich eigentlich auch noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Wir können noch mal ins Menü gehen, was das bewirken könnte denn. Ja, das sind Hosen und so, das ist uns ja alles bekannt. Ah, der schreit jetzt im Motor. So, das heißt also, ja, es ist wirklich so wie ein Ark. Also an der Workbench kann man ja noch mehr craften. Und da werden wir dann wahrscheinlich die Teile für ein Haus finden, für diesen Shelter hier. Aber wo haben die denn die Workbench hingestellt? Das würde mich mal interessieren, dass sie so ein Shelter gebaut haben. Oder haben die einfach irgendwo, er ist ja Level 6, ne? Und wir sind mal gerade Level 3. Das heißt, er ist mal 3 Level höher als wir. Er hat sich zum Glück ausgelockt, und wenn er mitkriegt, dass wir bei ihm auf dem Dach stehen, der Owner ist Kudleitslondonigsta, und wie heißt der? Shang. Also ist das nicht der Owner, der hier das Zelt hingestellt hat. Aber das Zelt verfällt auch mit der Zeit, wie ihr das seht. Ach, und unsere Blumen gehen auch noch über Zeit kaputt, genau wie in Ark. Habt das gesehen? Da müssen wir auch noch aufpassen. Die Blumen gehen also kaputt, sozusagen. Da müssen wir aufpassen. Auch das Fleisch geht kaputt. Auch hier ist ein Apfel, den können wir schon mal essen. Komm, wir essen auf jeden Fall Apfel, bevor der kaputt geht, damit wir unser Essen hochkriegen. Wir haben auf jeden Fall ein Upgrade. Ich würde noch mal Mehle verstärken. Nochmal um 5%. Und ich würde Essen erhöhen. Confirm. So, dann hätten wir das schon mal erhöht. So, ihr seht, 110 Essen, Water 100. Und Infektionen ist auch, werden wir direkt mal noch eine essen, damit wir wieder auf volle 110% sind. Ihr seht's, ein Hit und man ist völlig infected. Ist natürlich doof, dass ich jetzt hier stehe, aber wie gesagt, ich kenne das Spiel ja selber noch nicht. Und wir werden auf jeden Fall auch mal sterben, gar keine Frage. Aber ich möchte jetzt wissen, was passiert nachts mit den Sheltern? Hat das eine größere Auswirkung, wenn man jetzt hier campt, beziehungsweise stehen die denn unter ja, stärkeren Angriffen, oder wie verhält sich das? Das würde mich jetzt interessieren. Wir sind zwar jetzt mittlerweile bei 40 Minuten, aber egal. Ihr wollt ja wissen, was das Spiel so alles kann. Nur doof, dass wir jetzt hier nachts stehen, aber gut, okay, da ist natürlich nichts dran zu machen. Hier sind ja auch noch andere Häuser, die wir looten könnten. Und wir müssen auf jeden Fall Bäume kloppen, damit wir später wirklich viel Holz und Material haben. Aber das werden wir am nächsten Tag machen. Ihr habt auf jeden Fall, glaube ich, schon mal einen ziemlich guten Eindruck bekommen, was das Spiel so kann und was das so mitbringt. Ihr solltet schauen, dass ihr immer Äxte dabei habt. Da werden wir noch mal eine machen aus Sicherheit und noch mal einen Hammer aus Sicherheit. Denn ihr könnt jetzt auch Steine abklopfen. So, ein Spawn können wir auch bauen hier. Dazu brauchen wir Close. Wie viel Close können wir denn erstellen? 8 Mal. Komm, wir stellen das mal her. Und Close können wir auch wieder herstellen aus Hampton Strands. Ihr habt es gesehen. Und das bekommen wir, wenn wir mit dem Hammer gegen Baum kloppen. Wie gesagt, das wird morgen unsere Aufgabe sein, zu farmen.
damit wir unser Level hier voll bekommen, aber ihr seht schon, das geht auch schon hoch, das Level, mit dem ganzen Craft-Zeugs hier, werden wir hochkommen. Und man levelt auch, wenn man, glaube ich, AFK ist, ein bisschen mit. Oder wenn andere in der Nähe sind. Irgendwie so levelt man, weil wir sind ja eben auch gelevelt, ohne dass wir es getan hatten. Er baut die Bude da unten auseinander, der Zombie. Ist mir aber auch egal. Ich möchte die Nacht sehen. Was passiert nachts mit den Sheltern? Das würde mich interessieren. Man kann später Flutlichter aufsetzen. Man kann später, wie gesagt, ihr seht es da hinten ja, gibt es diese Zangen, die man rumschmeißen kann, also diese Spikes. Es gibt richtige Forts, es gibt Wachtürme, die ihr aufbauen könnt. Also richtig, richtig viel. Und das Spiel hat wirklich meiner Meinung nach Potenzial. Und wie gesagt, wir befinden uns hier auf dieser Map. Ihr seht, wir sind da noch nicht mal, wie klein das hier ist. Und schaut mal, wie groß die Map ist. Also, das lohnt sich wirklich, das Spiel. Und wie gesagt, 9 Euro, da kann man den Entwickler wirklich mal supporten. Und ich finde, das ist mal ein ganz, ganz anderer Ansatz. Bis jetzt haben wir noch keine Spieler gefunden, die mich angegriffen haben. Das wird kommen, aber ich glaube, im PvE-Modus, wenn man die Zombies auf knüppelhart stellt, macht das viel, viel mehr Spaß, sich zu verteidigen gegen die Zombies in einer Gruppe, anstatt sich gegenseitig niederzumetzeln. Allerdings muss man natürlich wissen, wie heftig die Wellen werden. Und das werden wir ja früher oder später jetzt feststellen hier, ne? Wie hart die Wellen werden. Deswegen stehe ich ja hier, um das herauszufinden. Er hat den Generator jetzt auch noch nicht laufen. Würde jetzt nachts der Generator laufen, dann kann ich euch sagen, wäre hier richtig Party. Dann wäre hier richtig Party im Busch, aber da der Generator nicht läuft, passiert auch nichts. Aber ich denke mal, das gibt so langsam einen sehr, sehr guten Einblick, was das Spiel so kann. Und da kommt der nächste. Der nächste Zombie ist auf dem Weg hier zum Shelter und will den hier verkloppen, denn die Nacht bricht herein jetzt langsam. Du musst lauter rufen, Zombies, damit deine Freunde kommen. Und da kommt noch einer. Oder ist das der, den wir eben... Ne, der eine läuft da und da läuft der andere. So, und da kommt die Nacht. Ihr seht's, jetzt wird's dunkel, Freunde. Und was passiert mit den Leuchthelmen? Was passiert? Und die Mechanik mit den Robotern würde ich auch gerne noch lernen. Was können die Roboter? Ich weiß, dass die Roboter fehlprogrammiert sind und die uns auch angreifen. Wir können die aber irgendwie fangen und umzähmen. Also so Art Themen wie in Ark. Und dann kämpfen die mit uns und für uns statt gegen uns. Ne? So, die Nacht ist aber immer noch nicht da. Natürlich doof, dass wir jetzt hier stehen. Fast 10 Minuten. Aber das ist nun mal so. Da müssen wir halt im Video vorspringen. Da müssen wir schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Auf mich wirkt das Spiel wirklich ziemlich, ziemlich positiv im Anbetracht, was man hier alles craften kann. Und wenn man die Workbench dann noch gecraftet hat, dann ist natürlich interessant zu wissen, was kann man an der Workbench nochmal craften. Und da wird mit Sicherheit jede Menge sein. Ist es gut, sich direkt am Spawn niederzulassen wie in Ark? Oder läuft man in die Stadt oder hinten in den Wald rein und guckt ein schönes, ruhiges Plätzchen zu finden? Und da seine Base aufzubauen. Wie groß kann man die Base bauen? Das sind alles Fragen, die wir noch klären müssen. Die kann ich euch noch nicht beantworten. Wirklich nicht. Aber wie gesagt, für 9 Euro dürft ihr gerne bei diesem Spiel zuschlagen. Und ja, macht da was falsch? Ich weiß nicht. Diese Sache überlasse ich euch selbst. Ob man hier was falsch machen kann oder nicht. So, und jetzt soll es mal langsam wirklich Nacht werden. Sobald wir die roten Augen sehen, wissen wir, dass es Nacht ist. So, Kollege Schnürschuh, du kannst jetzt mal langsam aufwachen. Wäre toll, wenn du mal aufwachen würdest. Und uns mal zeigst, wie man hier gegen Zombies kämpft, ne?
Da, jetzt sehen wir da hinten schon die ersten roten Augen. Und nachts sehen sie uns, ja. Ich habe so das Gefühl, dass sie uns nachts sehen könnten. Denn da kommen sie alle jetzt. Und jetzt sieht man wirklich mal die Ausmaße. Seht ihr die roten Augen, Freunde? Oh, und wir stehen hier. Guck mal, was da jetzt passiert. Ich hoffe nicht, dass die den Shelter jetzt zerlegen von dem Kollegen, ja? Ach du Scheiße. So, die kloppen uns heute nieder. Wir bleiben mal ganz ruhig. Und warten mal, bis sie die Bude zerlegt haben. Und ob wir denn sterben oder nicht sterben, ne? Zack, da haben wir ihn getroffen. Komm, zerlegt die Bude. Ich weiß nicht, wie laut das jetzt für euch ist. Wir loggen die jetzt mal alle an. Da haben wir ihn auch getroffen. Komm, ich will noch einen treffen. Zack, da haben wir ihn getroffen. Bringst du deinen Freund mit? Sehr gut. Ja, also nachts solltet ihr nicht draußen sein. Da haben wir ihn getroffen. Da kommen die zur nächsten. Zerlegt die Bude hier. Los. Nicht getroffen. Vielleicht sollten wir den haben wir getroffen. Licht anmachen. Damit wir zeigen, aha, hier sind wir, Freunde. So, kommt her, ihr. Kommt her. Nicht getroffen. Ihr seht es ja immer, wenn ich da XP bekomme, dann treffe ich die, aber ich treffe die nicht. Das Zielen finde ich noch ein bisschen komisch, aber okay. Da haben wir ihn getroffen. Komm, Brüders, getroffen. Getroffen. Ihr seht, ich ziehe mal mehr hier hin. Ich will wissen, ob die den Shelter kaputt machen können oder nicht. Getroffen. Haut das Ding kaputt hier.
Oder ist man wirklich safe da drin? Dann kann man sich hinlegen und sagen, Arsch lecken. Komme ich da hinten hin? Nee, ne? Ja, die beiden verpieseln sich schon. Und da wird es schon wieder Tag. Je nachdem, wie lange man die Nacht denn da irgendwie einstellt. Aber die sind schon laut, ne? Ich habe überlebt und bekomme extra Sonderpunkte. Und dann gucken wir mal, wie viel uns noch fehlt. Nicht mehr wirklich viel. Und dann können wir hier wirklich andere Dinge noch machen. Jetzt sind die aber ziemlich laut. Da, und dann sterben die auch nachts viele weg. So, Knüppel aus dem Sack hier. Hä, wieso geht denn der nicht kaputt? Vier und dann auch noch mal. So, weg mit dir. Und da sind wir Level up, sehr gut. So. Wir haben uns ja schon gut die Bude ein bisschen auseinandergenommen. Ich meine, das ist ja nicht unsere Bude, aber trotzdem. Wir können ja, wie gesagt, jetzt hier ein bisschen rumexperimentieren, denn wir brauchen ja das Zeug, haben wir gesagt. So, hätten wir den schon mal gefällt. Den nächsten Baum hier. Immer schön wegmachen. Denn wir brauchen ja irgendwie einen Spawnpunkt, haben wir ja gesagt. Ne? Beziehungsweise mit der Workbench, das habe ich nicht verstanden. Achso, da müssen wir mal eben gucken. So, lass uns mal eben gucken. Der fällt jetzt, ne? Genau. Hat der eine Workbench hier drin im Haus stehen? Nee, der hat keine Workbench im Haus, ne? Ja, aber wo craftet der sich das Zeugs? Das frage ich mich. Wo craftet der sich das? Und das scheinen mir hier alles so Shelter zu sein, die... ja... die, wie gesagt, verlassen sind von Spielern. Wie in Ark halt. So, dann werden wir jetzt noch ein bisschen Holz uns holen gehen. Und dann würde ich sagen, machen wir fast Schluss. Also für ein Game-Radar-Video sollte das doch reichen. Wir können denn doch mal sterben, Freunde, damit ihr seht, wie das ist, wenn man stirbt. Haben wir jetzt zwar umsonst die Nacht überlebt, aber wir haben jetzt Holz und alles bekommen. Wir könnten noch mal reinschauen, was könnten wir uns jetzt craften. Wir könnten uns jetzt zum Beispiel so eine Mütze machen, damit es nicht ganz so kalt ist. Schuhe finde ich sinnig, die ziehen wir uns mal an. Dann gucken wir mal hier im Inventar, haben wir die Schuhe drin? Ja, da haben wir sie. Und dann ziehen wir sie an. Jetzt haben wir schon Schuhe an. Also, das funktioniert wie in Ark alles. Ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter. Wir haben also gesehen,
Das geht mit den Angriffen. Man kann es überleben. Die sind jetzt nicht so wirklich übelst stark. Aber wie sieht es aus, wenn man draußen weiter ist? So, ich würde jetzt gerne mal hier in diese Richtung gehen. Da ist noch der Point of Interest. Genau da, in diese Richtung. Ich kann jetzt aber keinen Spawn mehr bauen. Doch, ich kann Spawn bauen. Was brauche ich dafür noch? Close. Ich brauche noch zweimal Close. Okay, komm, den machen wir. Dann setzen wir uns hier auf jeden Fall mal einen Spawn hin. Vielleicht, wenn wir nochmal sterben oder ich einen zweiten Teil mache oder so, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch ein kleines Let's Play von. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie es so ist. So, ich muss jetzt hier die zweimal Close nehmen. So, so, dann gucken wir mal, ob wir zweimal Close noch machen können. Ja, komm mal. Eins, zwei. So, dann können wir uns jetzt hier so ein Zelt bauen. Craften wir das mal. Gehen wir mal hier hoch. Nochmal. Einfach nur, weil wir es können. Und setzen jetzt hier einfach mal ein Dingens hinten. Ein Zelt. Zack, auf die 8. Zack. Und da seht ihr Owner Avatar. Und der hatte weniger. Das heißt, wir müssten normalerweise jetzt in unserem Zelt spawnen, wenn wir sterben. Wir testen es einfach aus jetzt. Wir laufen nämlich jetzt auch ein bisschen, weil wir müssen jetzt auch langsam ein bisschen essen und so. Und wir haben ja gesagt, wir wollten uns den zweiten Point of Interest anschauen. Deswegen ziehen wir einfach mal von dannen und weiter. Ist das einfach nur die Straße hoch oder? Ja, die Straße hoch und dann geht es irgendwann mal links rein. Dann gehen wir da mal hin. Mal gucken, vielleicht können wir hier zwischendurch so ein Vieh erlegen, aber ich glaube es nicht. Ah, der ist zu schnell für uns, den kriegen wir wahrscheinlich nur mit dem Bogen. Aber ich könnte euch noch was anderes zeigen. Seht ihr hier, wie in Ark haben wir nämlich auch die Dingens, die Steine. Das ist Added Stone. Und Sand bekommen wir, okay. Sollte uns aber reichen. Wie gesagt, ich will jetzt einfach nur ein bisschen laufen, noch euch ein bisschen noch die Map zeigen. So, irgendwann geht es jetzt mal hier links ab. Die auf der Minimap haben mich gesehen, aber ich hoffe, dass die mich gleich wieder vergessen. So, hier geht es dann, glaube ich, jetzt rein, ne, zum Point of Interest. Oder ist der weiter oben? Werden wir mal sehen. Wie gesagt, da unten ist unser Spawn. Also auf mich macht das Spiel wirklich einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck. Er hat uns natürlich gesehen und hinter uns hat uns auch einer gesehen. Da brauche ich noch nichts von. So, der müsste schlagen jetzt. Da hat er. Der Sack hat uns auch getroffen. Die Hitboxen sind manchmal noch ein bisschen komisch. So, was ist das hier? Ein Spielerrucksack, der vielleicht gestorben ist. Und das scheint mir eine Höhle zu sein. Ist das jetzt eine gute Idee, dass wir in die Höhle reingehen oder eine schlechte Idee? Alter.
Wir werden sehen, wenn wir jetzt hier verrecken. Ich könnte mal hier so eine Fackel anmachen, ne? Sieht alles schon ein bisschen komisch aus. Bandagen. Wieso liegen hier Bandagen rum? Nochmal Bandagen. Okay. Also ich lege es jetzt darauf an, zu sterben, um dann festzustellen, wo wir spawnen können. Ob das Zelt jetzt wirklich nochmal so ein Spawn ist, wie wir das gesagt haben. Und was erwartet uns hier in der Höhle überhaupt, ne? Ich befürchte mal nichts Gutes. Hä, wieso liegen hier so viele Bandagen rum? Oh, das hört sich nicht gut an. Wir sterben jetzt den heldenhaften Tod. Also ihr seht, das Spiel bietet wirklich einiges. Das ist der Point of Interest, da sind wir schon vorbei. Was liegt hier? So, jetzt werden wir langsam überladen. Das heißt, wir können hier auch wieder rausgehen. Ich habe auch ein mulmiges Gefühl. Ich kann auch nicht laufen, das ist kacke. Ich muss Sachen rausschmeißen, die zu schwer sind. Wir essen mal erstmal was. Was bist du denn? Fruit Pie, Konsul. Komm, zack, essen. Water, drink water. Konsum. Oh, dann müssen wir hier ein paar Blumen essen. Dann werden wir nochmal Konsum. So, essen wir mal ein bisschen, dass wir die Infektion wegkriegen. Wir müssen das Wasser abkochen, gar keine Frage. Ich versuche jetzt hier wieder rauszukommen aus der Höhle. Aber wir sind immer noch übelst voll beladen. Komm, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Clubs bauen. Ich möchte hier nicht nachts drin sein, deswegen schnell wieder gucken, ob wir hier rauskommen. Wir haben jetzt auch nicht wirklich Wichtiges im Inventar, aber ich kann mir schon gut vorstellen, also das Spiel macht schon Spaß, ne? So ist es nicht. Es gibt also Höhlen zu entdecken. Und das war sozusagen der zweite Point of Interest. Und irgendwo kann man sich jetzt hier niederlassen mit dem Shelter. Was natürlich auch Sinn macht. Man müsste natürlich dahin gehen, wo jetzt nicht so viele Spieler sind und so. Ich kann jetzt auch nicht mehr so viel looten, weil, wie gesagt, ich mich kaum noch bewegen kann. Kann ich dann irgendwie Zeugs noch aus dem Inventar rausschmeißen? Das kann ich drop. Was will ich damit? Klebeband braucht man immer mal. Kommt den Konsum. Da hat der Sack mich schon wieder geschlagen. Komm, fall doch auch um. Der fällt doch einfach nicht um, ne? Und ich habe schon 15% Mehle geskillt. Und guck mal, wie hart der ist, Mann. Und da sind noch mehr. Ja, wir wollten ja eh sterben einmal. Haben wir gesagt. Zum Abschluss jetzt nochmal, guck mal, das Video geht jetzt fast 2 Stunden in der Testzone.
Aber ich denke mal, ihr solltet jetzt einen wirklich, wirklich guten Einblick davon bekommen haben. Zwei haben uns gesehen, ihr seht es auf der Minimap, von diesem Spiel. Es geht jetzt immer weiter bergab, weil ich bin einfach viel zu schwer. Ich müsste was fallen lassen. Aber was? Drop Steine weg. Zack. So viele Steine brauche ich gar nicht. Autobatterien noch immer. Also hier kriegt man wahrscheinlich nur Batterien und so einen Schrott, ne? In so Häuser und so werden wir Essen finden. Ist das da hinten schon die erste Spielerhütte? Es sieht so aus. Und dann gucken wir mal, wie weit der Spieler schon seine Hütte gebaut hat oder vorangetrieben hat. Das ist die Frage, ist das jetzt ein selbstgebautes Haus oder ist das eine, die der einfach besiedelt hat, so eine Bude? Kommt, sterbt, ja. Komm, und der nächste ist weg. Zack. Da fällst du wohl um. Jetzt bin ich tot. Warum bin ich tot? Was soll das? Egal. Aber wir haben ja hier unseren Spawnpunkt. Hier spawnen und zack, sind wir wieder gespawnt. Wir haben natürlich jetzt alles verloren. Aber ihr seht, wir sind an unserem... Wieso ist mein... Ach so, je öfter man spawnt, dann geht es kaputt. Ich verstehe. Könnte ich es jetzt reparieren? Das heißt, jetzt einmal gespawnt und man geht hier... Aha, okay, okay, okay. Fill the Resort to Repair. Ich kann es schon verstehen. Es wird jetzt auch wieder Nacht, aber ich denke mal, ihr habt jetzt genug gesehen, Freunde. Das war Fear the Night. Derzeit bei Steam für 9 Euro. Ich finde das Spiel wirklich gelungen und genial. Wir sind fast Level 5. Wir können uns einen Bogen bauen. Und dann könnten wir uns eine Workbench widmen und wir könnten einen Shelter bauen. Also ich mache vielleicht ein Let's Play daraus, aber lasst euch gesagt sein. Morgen kommt noch ein Kracher raus. Nämlich Atlas. Meiner Meinung nach lohnt sich das Spiel hier wirklich für Freunde. Zusammen mit 4-5 Mann zu spielen, die Zombies auf knüppelhart stellen. Und dass man wirklich einen Überlebensmodus hat. Und dann geht die Schmitzkatze ab. Also ich würde sagen, 7 Days to Die hat einen würdigen Nachfolger gefunden. Meiner Meinung nach mit besserer Grafik. Natürlich sind die Hitboxen noch ein bisschen kurios und komisch. Da hinten läuft einer auf dem Dach rum. Lass mal den mal sehen da. Ich habe da gesehen, wie der da am Rumspringen ist. Und am Rumgammeln ist. Meine Leiche würde jetzt verschwinden in ein paar Minuten. Der ist Level 16, hat da so Crates da oben. Auf jeden Fall. Man könnte jetzt zur Leiche zurücklaufen. Ich kann ja mal gucken, wie weit die Leiche weg ist. Ja, die ist doch schon einen ganzen Meter weit weg. Da hinten seht ihr, da liegt meine Leiche. Und da wären jetzt meine ganzen Sachen drin, aber das wird jetzt nicht so für mich interessant. Wir schauen mal, wie die Leute hier so ihre Shelter bauen. Und ob der mich vielleicht tötet, ich weiß es nicht. Aber das scheint auch eine Überlebensgruppe zu sein, ein Squad, die sich zu einem Squad zusammengeschlossen haben. Können wir hier noch was looten? Ja, hier können wir looten ein bisschen. Also wir können jetzt unseren Rucksack wiederholen, wie in Ark halt, ne? Aber wie gesagt, wir machen jetzt sowieso Schluss. Ich sterbe jetzt hier sowieso. Warum die jetzt bauen, beziehungsweise würde mich mal interessieren, ob das jetzt gewollt ist, dass die hier näher den Häusern gebaut haben, um den Loot abzugreifen, der vielleicht hier hinkommt. Man weiß es nicht. Interessant ist es auf jeden Fall.
Oh, ich habe eine Pistole gefunden. Auch nicht schlecht. Aber es wird jetzt auch wieder Nacht. Ich werde jetzt sowieso verrecken und mit unserem Tode, wie gesagt, werden wir uns dann verabschieden. Hier ist auch wieder ein Shelter. Ihr seht, das ist also so ein Player-gebauter Shelter. Man kann also auch aus Holz bauen. Nicht schlecht, der Specht. Das sieht doch alles schon mal sehr, sehr viel. Oh, jetzt habe ich mich wehgetan. Sehr, sehr vielversprechend aus. Kann man da reinspringen, wenn man geht? Nee. Also ich finde das Spiel wirklich gelungen. Man kann solche Häuser bauen. Das wird fortgeschritten sein. Und dann wird man hier so Spikes sich rumbauen können. Und dann kann man hier alles so sehen und schauen und was weiß ich, was alles. Das ist schon witzig, ne? Also ich finde das nicht schlecht. So, ich bin jetzt auf jeden Fall safe hier. Man kann dem auch schreiben. So, mach mal. Er verteidigt seine Bude bestimmt jetzt. Aber er hat sich jetzt hier auch eine Workbench aufgebaut. Oh, guck mal hier. Wir könnten jetzt sogar sehen, die Workbench, was man hier alles bauen könnte. Oh, schaut mal hier, was man hier alles bauen kann. Rifle Ammo, Shotgun. Dann haben wir hier, was sind das? Irgendwie mit Schlüsselparts. Hide. Also wie gesagt, es ähnelt hier wirklich arg. Consumables. Mich würde mal interessieren, ob man auch so Wasserauffangbecken bauen kann. Dann haben wir hier Defend, haben wir hier Zäune, Spike Wall, Wände. Natürlich hat er uns jetzt hier eingeschlossen, beziehungsweise rauskomme ich glaube ich immer. Das ist eine Map, keine Ahnung, wofür die Map gut ist. Was hat er denn sonst noch? Kann ich hier in den Crates rein jetzt? Nee, ich will den ja nicht beklauen, ja. Hier können wir uns Bögen machen, verschiedene Bögen, Waffen. Oh, guck mal hier die Bögen an, wie geil. Handgranaten, Alter. Was ist hier los? Armbrust, Guns. Also, wie gesagt, Mele hier, wenn ich euch noch, oh, guck mal hier, Lucille. Wenn ich euch hier noch nicht genug gezeigt habe, ich denke mal jetzt, solltet ihr einen Einblick bekommen, wie es ist, wenn ihr jetzt hier wirklich Zeugs habt. Misk hat er noch gar nichts gefunden, wahrscheinlich, weil er nichts hat. Aber, also ich würde sagen, hier, man kann hier wirklich, wirklich, wirklich viel craften. Schläger. Ich bin ja so eher der Bogentyp. Hier, das wird mich schon reizen. Aber das mit dem Zielen ist natürlich ein bisschen komisch. Und hier haben wir, was können wir hier bauen? Kies, fünfmal Kies. Aber wir haben ja jetzt unsere verloren halt, ne? Plastikbags, da können wir Plastikkugeln von machen. Oder recyceltes Plastik, das braucht man dann später wahrscheinlich Nails. Meine Broken Handgun kann ich bestimmt reparieren. Ressourcen. Ja, da ändert sich nicht wirklich viel. Weapon. Also man muss dann wahrscheinlich auch noch die Rezepte finden und suchen. Aber ganz schön interessant. Also wirklich, wirklich interessant. Mich würde mal interessieren, was gibt es noch an Abwehr für die oder gegen die Zombies? Und wie überlebt man da draußen? Also ich finde, das ist wirklich mal eine gelungene Alternative zu Ark. Und ja, es macht auf jeden Fall richtig, richtig Laune. Ich würde sagen, wir beenden jetzt auch hier unser Video. Wir sind jetzt 1,5 Stunden, um zu vorstellen, was ist Fear the Night. Und ihr wisst jetzt, was Fear the Night ist. Ihr dürft selber entscheiden, ob ihr euch das Spiel kauft oder halt nicht kauft. Wie gesagt, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich bleib mal jetzt hier drin. Vielleicht brechen sie dem die Bude ab.
Das wär's ja dann noch. Ihr seht es nämlich auf der Minimap, die sehen mich. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid. Vielleicht gibt es ein Let's Play, vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.